Russland spritzt seinen Impfstoff demonstrativ dem Verteidigungsminister. Chinesische Hersteller präsentieren ihre Impfstoffe selbstbewusst auf Messen. Und US-Präsident Trump glaubt noch vor dem 1. November an einen Impfstoff. Die Weltgesundheitsorganisation hingegen erklärt, nur einen sicheren und wirksamen Impfstoff zu empfehlen. Und bis der tatsächlich geliefert wird, kann es dauern. Realistically speaking. Realistisch ausgedrückt wahrscheinlich Mitte des Jahres, vielleicht im zweiten, dritten Quartal 2021 können wir sehen, wie Impfdosen tatsächlich an die Staaten geliefert werden. Im Kampf um die Vorbestellungen bei den aussichtsreichsten Kandidaten liefern sich die Industrienationen ein Wettrennen. Derzeit liegen die USA vorne. Bei rund 330 Millionen Einwohnern haben sie sich von verschiedenen Herstellern bisher 500 Millionen Impfdosen gesichert. Weitere 1400 Millionen Dosen sind optioniert. Die EU hat 446 Millionen Einwohner, bisher aber nur 300 Millionen Impfdosen gesichert. 560 Millionen sind optioniert. Viele davon kommen auch vom Tübinger Hersteller CureVac, an dem der Bund beteiligt ist. Trotzdem stünde Stand jetzt für jeden dritten Deutschen kein Impfstoff zur Verfügung. Die Impfkommission arbeitet bereits an einem Plan zur Verteilung. Die Gruppe, die am gefährdetsten ist, aber auch selber ein hohes Risiko hat, andere anzustecken, möglicherweise unwissentlich, das ist das medizinische Personal. Und deswegen sollte man dort beginnen, das medizinische und pflegerische Personal zu impfen. Anschließend wären wohl die Risikogruppen, also Ältere und Kranke, dran. Erst danach folgt der Rest der Bevölkerung.